Okay, also wir kochen heute die Aschudersuppe und wir haben hier mal die ganzen Zutaten zusammengetragen. Ganz wichtig sind die Weizen, die Bohnen und die Kichererbsen. Das ist sozusagen die Grundlage, die einfach da rein müssen. Dann haben wir noch getrocknete Aprikosen, Mandeln, Rosinen, getrocknete Feigen, etwas Reis, Datteln und hier nochmal Granatapfel, da kommen die Granatapfelkerne noch später darüber. Die Schale der Bio-Orange kommt noch rein und der Saft wird dazu gepresst und eine Stange Zimt. Ja, also ganz traditionell, so ich das von zu Hause kenne, sind wirklich die drei hier, also die Weizen, Bohnen und die Kichererbsen, wirklich Zutaten, die in jeder Aschule, die ich bis jetzt gesehen habe, mit dabei sind. Und alles Weitere kann variieren, also kann entweder weggelassen oder auch erweitert werden. Von daher tun manche auch Birnen oder Äpfel noch mit dazu und noch andere Nüsse. Aber wir haben uns jetzt für die hier entschieden. Das kann man nach Lust und Laune und nach Vorlieben ganz divers gestalten. Okay, dann fange ich schon mal an, wenn es okay ist, ja, zu würfeln. Ja, okay. Und ich fange an, gleich das hier kochen zu lassen, oder? Ja, genau. Aschura kommt von dem Aschara, bedeutet im Arabischen 10. Und das Besondere an der Suppe ist, dass es am 10. Muharram, das heißt dem ersten Monat des islamischen Kalenders, am 10. Tag gekocht wird. Und dieser 10. Tag spielt eine große Rolle insofern, also in unserer Tradition, der sunnitischen Tradition, an diesem Tag soll Noah mit seinem Schiff gestrandet sein und eben errettet worden sein von der Sintflut. Ja. Und als sie dann zusammengekommen sind, hat Noah angewiesen, alles, was man noch an Essensresten übrig hat, zusammenzutragen und aus diesen Essensresten wurde dann die sogenannte Aschura-Suppe gekocht, beziehungsweise auch Noahs Suppe, wird sie auch gerne genannt, in unserer Tradition. Okay, die Bohnen reichen nicht für ein eigenes Essen und die Kichererbsen auch nicht. Und dann dachte man sich wohl, dann tun wir halt alles zusammen und kochen sozusagen mit allen zusammen ein Gericht. Und dadurch entsteht sozusagen diese Suppe, die so vielfältig an ihren Zutaten ist, die man ja normalerweise gar nicht zusammen tun würde. Also bei anderen Gerichten findet man ja die trockenen Früchte selten neben Bohnen oder Kichererbsen. Aber das ist halt das Besondere. Also bei diesem Rezept haben wir uns an einem Video aus YouTube orientiert. Und zwar ist es ein türkisches Video. Jetzt kommt wieder ein Tatsächlich. Das muss mich erstmal einkriegen. Oh Gott, ey. Also, bei unserem Rezept haben wir uns an ein YouTube-Video orientiert. Das ist ein Video auf Türkisch von Masmari 3. Sie erklärt das ganz kompakt in 8 bis 9 Minuten. Und daran halten wir uns. Also sie hatte das ja in einem Dings, in einem Düdüklü-Topf gemacht. In einem Dampftopf. Deshalb kippen sie das ruhig rein, ja genau. Das haben wir nur einen Liter. Ja, ja, wir tun da nochmal was dazu. Die 2 Liter kommen erst ins Spiel, wenn der Weizen schon sozusagen aufgekocht ist. Also es ist einfach nochmal
auf der einen Seite eben diese freudige Botschaft und auch damit verbunden der Dank an Gott, an die positiven Ereignisse, die in diesem Monat stattgefunden haben. Daran erinnern wir uns in erster Linie. Aber gleichzeitig ist eigentlich auch dieses Bewusstsein auch wichtig, meines Erachtens auch für Sunniten, insbesondere auch an dieses traurige Ereignisse, wenn nicht sogar eines der traurigsten Ereignisse in der islamischen Geschichte zu denken, nämlich der Ermordung des Enkelsohnes des Propheten Hussein in Kerbela und seiner Gefolgschaft von über 70 Menschen, Frauen und Kindern zugleich, von dem damaligen Kalifen Jesid, der die Macht übernommen hatte und Hussein eigentlich darauf aufgefordert hat, ihm quasi, wie sagt man, Bay'a zu leisten, genau, den Treueschwur zu leisten, dem Kalifen gegenüber. Und dem hatte sich Hussein entgegengestellt und musste dann mit seinem Leben damit bezahlen, quasi. Und dieses Ereignis spielt eben daran zu erinnern, diese Erinnerungskultur, die tragen eigentlich wir Muslime auch mit, aber das spielt nochmal in der alevitischen Tradition eine noch größere Bedeutung. Dieses Trauer, damit verbundene Trauerfasten und so weiter. Dann sind es nicht 10 Tage, sondern es sind 12 Tage. Oh, ich muss noch umrühren. Zu viel geredet. Viel erzählt. Aber wichtig ist, dass das nicht eingrenzt. Also so bedeutsam wie zum Beispiel das Ramadan oder das Kurbanfest, in der Bedeutsamkeit ist der Tag vielleicht nicht, aber es ist durchaus eine Zeit, wo Menschen zusammenkommen, sich mit diesen Ashura-Suppen gegenseitig besuchen und in Austausch treten. Und es ist jedes Jahr ein Anlass des Beisammenseins und des Pflegens der Kontakte, der Freundschaften und der Verwandtschaft. Also schon sehr bedeutsam. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch, dass es auch von Menschen gekocht wird, die eben jetzt nicht damit direkt etwas Religiöses verbinden, weil es wurde auch schon in der osmanischen Zeit wurde das im Palast zum Beispiel gerne gekocht und den Menschen verteilt und andere, die gut eher besser betucht waren, sage ich mal, die haben auch gerne diesen Tag einfach zum Anlass genommen, um etwas zu teilen mit den Menschen, Freude zu teilen. Wir finden das halt auch wieder in der Überlieferung, da ruft der Prophet eben auf, an diesem Tag auch der eigenen Familie insbesondere auch Freude zu schenken, also diesen Tag freudig zu gestalten. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass man diese Freude eben mit seiner Familie, mit seinen Mitmenschen teilt. Und es geht dann so weit, dass in ganz Anatolien eben, insbesondere dann eben diese Suppe gekocht wird, fernab eigentlich unbedingt einer religiösen Konnotation. Ich glaube, es ist langsam soweit. Oder? Meint ihr, die sind schon aufgepasst? Die müssen aufplatzen. Nee, noch ein bisschen, ne? Noch ein bisschen. Ja. Üblich ist es im sunnitischen Islam, nur am 10. Tag und einen Tag davor oder danach mitzufasten. Das heißt, 9. und 10. oder 10. und 11. dieser Tage werden gefastet. Hingegen ist es in der schiitischen als auch in der alevitischen Tradition so, dass man 12 ganze Tage, die ersten 12 Tage des Monats Muharram, fastet. Und dieses Fasten bedeutet, dass man von morgens bis abends auch tatsächlich nichts isst und noch nichts trinkt. Und darüber hinaus, was ich auch erstaunlich finde, trinkt man in diesen 12 Tagen auch zum Fasten, kein klares Wasser, als auch kein Fleisch. Also man isst kein Fleisch und trinkt auch gar kein klares Wasser 12 Tage lang. Das dient einfach auch nochmal zur Erinnerung an eben die Ermordung von Hussein und seiner Gefolgschaft und dass sie auch ohne
dass sie fernab von Wasser, sie sind quasi verdurstet, ihnen wurde nicht mal Wasser gegönnt. Und dass man sich daran erinnert und deswegen gar kein klares Wasser sogar trinkt in diesen 12 Tagen, finde ich auch nochmal bemerkenswert. Und auch das Fernlassen von Fleisch. Und was auch üblich ist, in der alevitischen Tradition ist, dass man dieses Fastenbrechen auch wirklich sehr, sehr schlicht begeht. Also wirklich ein einfaches Essen, eine einfache Suppe und dann noch ein zweites Mal, aber auch nicht viel mehr zum Beispiel. Also, aber wir Sunniten hingegen, bei uns ist mit dem Fastenbrechen natürlich eher viel ein üppigeres Essen verbunden, was nicht zu einem Trauerfasten passt. Also insofern ist das nochmal, glaube ich, ein Unterschied. Aber ja, das sind alles Dinge, die man voneinander lernen kann und auch lernen muss, einfach um sich auch gegenseitig zu achten. Und diese Sensibilitäten kennen auch viele, glaube ich, gar nicht. Das sind alles Dinge, die wir wirklich noch lernen müssen. Die 2, die ich jetzt aufgefüllt habe, sind für Rumeysa und mich. Und die 3, die ich auffüllen werde, ist für unseren Freund Devrim, der sie nicht heute essen kann, sondern erst am Sonntag, am Ende des Trauerfastens im Alevitentum. Danke sehr.